Hallo liebe Palia-Freunde, im heutigen Video geht es darum, wie man Pflanzenfaser farmt. Und ihr seht hier neben mir so etwas, das ist so ein kleiner Hashtag-Baum, sage ich jetzt mal. Es ist ein Strauch, um genau zu sein. Und wenn wir jetzt diesen Strauch hier hauen, dann kriegen wir da eine ganze Menge Pflanzenfasern raus. 6 und 1. Und hier ist noch einer. Also das sind halt so Sträucher, die brauchen auch 2 Hits, selbst mit einer Palium-Axt. Und die wachsen nur in Kilima. Und ich zeige euch jetzt meine Farmroute. Wir fangen dabei hier oben an, auf dem Hügel. Und das ist der einfachste Weg, um ganz, ganz schnell an Pflanzenfaser ranzukommen. Weil die geben halt deutlich mehr Pflanzenfaser als Splintholz. Und wir rennen jetzt einfach mal so eine Route, die ich immer so laufe. Danach sollten wir schon über 100, denke ich, haben. Und die könnt ihr dann, wenn ihr Bock habt und Pflanzenfasern braucht, einfach selbst nachlaufen. Deshalb genießt einfach die Show. Als erstes gehen wir Richtung Spiegelfelder, aber nur auf der Seite der Brücke. Also wir gehen jetzt nicht auf die andere Seite rüber, sondern wir gehen hier auf der Seite weiter. Gehen jetzt gleich also bei Sekis Haus hier rechts dran vorbei, so langsam Richtung Badrus Farm drüben. Und nehmen unterwegs alle Sträucher mit, die wir sehen. Weil hier neben Sekis Haus sind 2 Stück. Ihr dürft euch nicht von den normalen Bäumen irritieren lassen. Hier sind auch ganz viele normale kleine Bäume unterwegs, ne? Die man nicht hauen kann. Da haben wir nochmal einen Strauch. Und hier, wo Ashura tagsüber immer angelt, gibt es eine ganze Menge von denen. Und zwar auf beiden Seiten. Wir haben den hier bei Alles Kürbisschlechter. Das ist tatsächlich auch einer. Dann gehen wir auf die andere Seite. Da sehen wir hier auch einen an dem Pond. Hier haben wir eins. Dann haben wir hier einen. Wir sehen gegenüber da oben, wo mein Kopf ist, einen. Den kann man aus der Distanz erkennen. Da sehen wir sogar noch 2 weitere, würde ich behaupten, weil das hier ist einer, so wie es aussieht. Hier ist noch einer. Dann geht es wieder auf die andere Seite. Da sehen wir auch 2 Stück nebeneinander. Hinten in der Ferne sehen wir, glaube ich, 3 oder 4 sogar. Hier drüben Richtung Badrus Farm. Das sind auf jeden Fall nochmal 4. Und dann bin ich gleich gespannt, wie viel wir in dem Run gemacht haben. Aber es müssten eigentlich über 100 sein, ja. Diese Route ist immer sehr lukrativ und ich renne die gerne, um da Pflanzenfasern zu farmen. Dementsprechend wollte ich die einfach mal showcasen und ich zeige dir jetzt gleich nochmal auf die Map, wo wir angefangen haben und bis wohin wir hingelaufen sind. Also wir haben halt beim Grundstück vorhin angefangen, hat man nicht ganz so gut gesehen, weil ich einfach nur neben dem Strauch stand, um den Strauch zu highlighten. Und die Route endet bei Badrus Farm bei dem Schnellreiseportal jetzt gleich. Also wir gehen jetzt noch hier quer rüber. Da sehen wir nämlich auch schon ein paar von den Sträuchern noch. Nochmal 4 Stück. Und die könnt ihr halt immer wieder laufen, ne? Also die respawnen ja auch. Oder ihr erwischt halt einen neuen Server, wenn ihr wirklich ganz, ganz viel Pflanzenfaser braucht. Und dann geht ihr hier zu Badrus Schnellreiseportal und könnt euch wieder nach Hause porten. Also wir sind hier oben. Beim Grundstück haben wir angefangen. Wir sind aus dem Grundstück raus und nach rechts gelaufen. Hier so ein bisschen Richtung Scheines Haus. Sind hier Richtung Brücke zu den Spiegelfeldern gelaufen. Aber nicht über die Brücke rüber. Von vor der Brücke zu Sekis Haus hier runter. Haben uns dann auf der Flussseite hier von Dorf Kilima runtergeschlagen. Bei der Angelstelle hier unten haben wir immer mal wieder die Seite gewechselt, weil da sind die sowohl hier auf der rechten Seite wie auch auf der linken Seite. Dann sind wir hier runter zu Esche gegangen. Hier zwischen den Hügeln waren was bei Esche. Sind hier nochmal runtergegangen auf die Fläche. Und dann sind wir jetzt beim Blattgrillenhügel beim Schnellreisepunkt. Und hier kann man sich dann einfach wieder für 10 Gold nach Hause porten. Dann muss man nicht den 30 Minuten Cooldown dafür usen. Und wie viele Pflanzenfasern haben wir? Wir haben 212 Pflanzenfasern gemacht. Ich würde sagen, das ist ein ordentlicher Ertrag. Dementsprechend farmt einfach die Sträucher.
Und das war's für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.